Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Hornbostel, Sie haben eigentlich schon ganz viele von meinen Fragen beantwortet. Was macht man mit einem Plan der Moderation? Man verwirft ihn und macht einen neuen. Ich begrüße Sie ganz alle herzlich hier. Wir haben jetzt die Zeit weit überschritten, trotzdem werde ich versuchen, das Ganze jetzt tatsächlich auf 8 Uhr irgendwie hinzukriegen. Wir müssen zusammenhalten hier vorne. Ich mache das ganz kurz so, dass ich noch einmal jede Person begrüße, sie in der Funktion vorstelle, damit Sie auch noch einmal wissen, wer wo sitzt, mit welchen Inhalten wir hier auch heute umgehen können, und würde dann meinen geänderten Plan sofort in die Tat umsetzen. Vergessen Sie also alles, was ich Ihnen zugeschickt habe. Zu meiner Mitte sind Sie gewohnt, bin ich gewohnt, genau. Zu meiner Linken grüße ich ganz herzlich hier auf dem Podium Herrn Professor Krausch. Sie hatten schon einiges im Auftakt erzählt, da werde ich auch gleich nochmal gleich mit Ihnen aufziehen. Sie müssen gleich Sie können auch schon nach Hause gehen. Nein, also den Faden möchte ich gerne gleich noch aufnehmen, den Sie da auch entsponnen haben zum Thema Planbarkeit. Herzlichen Dank also auch dafür, dass Sie schon sozusagen den Auftakt gerade gegeben haben, und herzlichen Dank für die Einladung hier in diesem Rahmen. Dann begrüße ich Frau Professorin Dr. Erika Kothe von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie sind aber heute hier in Ihrer Funktion als Univind-Vorsitzende und werden mit Ihrem Erfahrungsschatz den Überblick auch letztlich über die deutschlandweite Entwicklung uns hier beiseite stehen können. Ich begrüße auch sehr herzlich Herrn Professor Galizia von der Universität Konstanz. Es ist ja schon angedeutet worden, Sie sind der Direktor des Zukunftskollegs, eins aus Exzellenz, Initiative Mitteln gegründeten Förderkonzepts, Zukunftskonzepts an der Universität Konstanz. Das heißt, auch aus der operativen Ebene mit lokaler Verortung. Wir hatten schon im Vorgespräch dieses Global Village-Thema. Können Sie uns hier zur Seite stehen? Herzlich willkommen, Herr Galizia. Ich schwenke einmal rüber auf meine rechte Seite. Der Literaturwissenschaftler, Herr Professor Bunja aus Berlin, von der FU Berlin. Sie sind bis vor kurzem als Juniorprofessor an der FU gewesen. Sie haben gerade einen Aggregatzustand des Arbeitsmarktes vollzogen. Aber Sie sind heute hier in Ihrer Funktion als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Juniorprofessur, und Herr Bunja wird damit auch die Interessen dieser Zielgruppe vertreten und letztlich damit auch natürlich einen neuen Karrierepfad hier auch mit verorten. Ich begrüße sehr herzlich Frau Zimmermann-Till. Sie sind die Geschäftsführerin und die Direktorin. Geschäftsführerin und die Direktorin der GRADE an der Frankfurter Universität am Rhein. Und Sie kommen auch aus der operativen Ebene und können auch nochmal mit dem Erfahrungsschatz hier pfunden. Wie macht man es denn, wenn man schon weit fortgeschritten ist, und was sollte man auch besser lassen? Und ich begrüße nochmal hier am Podium, eben noch am Rednerpult, jetzt schon auf dem Podium, Soziologe, seines Zeichens, Elite-Soziologe. Und schon noch mit dem internationalen Überblick, den Sie uns ja auch gerade präsentiert haben, hier bewaffnet und nochmal das Thema aufgreifend, das würde ich gerne gleich reinnehmen, wie sieht es denn auch standortspezifisch aus, nicht nur in Deutschland, sondern wie können auch Vergleiche hergestellt werden, was ist State of the Art? Soweit erstmal zum Plan, das war noch der Plan. Jetzt kommen wir aber zu dem Aspekt, den ich gerne aufgreifen möchte. Es ist jetzt sowohl von Herrn Krausch als auch von Frau Reis schon das Thema Planbarkeit von Karrieren angesprochen worden. Ich hatte so ganz kurz im Moment dieses Zitat von Heinrich Heine im Kopf: Zuckererbsen für jedermann. Sobald die Schoten platzen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Wintermärchen. Ich habe jetzt 700 Coaches pro Jahr in der Wissenschaft. Keiner und keine hat da wirklich so diesen Satz schon mal gesagt: Ja, wir wollen alle entfristet werden. Dennoch ist aber ein starkes Bedürfnis natürlich nach Sicherheiten da, auch nach Planbarkeit. Die Frage also jetzt erstmal an Sie alle auch, Sie hatten es ja auch mal eben sehr kritisch hinterfragt, was ist denn planbar? Was würden Sie sagen, was ist planbar, was sollte planbar sein? Was ist im Konstanzer Zukunftskolleg als planbares Perspektive unterstützt oder auch in der GRADE in Frankfurt? Ich überlasse Ihnen jetzt, wer zuerst antwortet. Gucken, welcher Löwe reagiert. Oder welche Löwen? Die Löwinnen sind ja schlanker normalerweise, ein bisschen flinker. Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig,
dass die Transparenz planbar ist. Und da fand ich Ihren Anspruch vorhin gut. Also wichtig ist die Transparenz. Wichtig in der Planbarkeit jetzt im Nachwuchs ist, dass die Bedingungen auch so sind, dass man seine eigene Karriere planen kann. Und da hatten Sie die Coaches angesprochen und auch die Coaches. Ja, also wenn wir im Zukunftskolleg oder in vielen Universitäten den Nachwuchs ernst nehmen, das sind ja ganz unterschiedliche Abschnitte. Sie haben das erwähnt, Sie haben hauptsächlich über die Promovenden gesprochen, aber es kommt dann die frühe Postdoc-Phase oder die späte Postdoc-Phase. Die späte Postdoc-Phase, die je nach Land dann unterschiedlich ist, eher Junior-Professuren oder Assistant Professorships in den USA. Bei uns in Konstanz auch die Fellows im Zukunftskolleg, die sind in ihrer Phase vergleichbar mit den Junior-Professoren oder den Assistant Professorships. Was man in der Phase aber braucht, ist ein Rahmen, in dem man sich wiederfindet. Ja, und das heißt, die Universitäten, glaube ich, müssen auch da Verantwortung übernehmen. Nicht im Sinne, dass man eine Beschäftigung garantiert, sondern in dem Sinne, dass man sagt, hier hat man Strukturen, in denen man Halt findet und in denen man dadurch, dass man diese Strukturen hat, sich auch konzentrieren kann wirklich auf die Forschung. Ja, und damit dann auch zu guten Leistungen fähig ist. Und Sie hatten es erwähnt, was suchen die Leute? Die suchen den nicht nur das Renommee der Institution, sondern auch die Rahmenbedingungen in der Institution. Und die Rahmenbedingungen sind sowohl Rahmenbedingungen in der Wissenschaft, haben wir die richtigen Apparaturen, haben wir die richtigen Seminare, haben wir die richtigen Studenten, die Qualität der Studierenden, aber Rahmenbedingungen sind auch, haben wir eine Struktur, die den Nachwuchs ernst nimmt. Und da denke ich, dass gerade solche Sachen, wie wir es heute erleben, ein Gutenberg-Nachwuchskolleg, ja, einfach ein Zeichen setzt und sagt, hier nehmen wir diese Phase ernst und tun was dafür. Ja, und ich glaube, das sollten viele Universitäten machen, dass wir diese Zeichen setzen und wirklich die Verantwortung auch nicht im Wort, sondern in den Taten umsetzen. Jetzt haben wir ja noch die Zahlen vor Augen. 90% verbleiben nicht in der Wissenschaft. Was ist denn da dann planbare Perspektive oder was sollte da planbarer Ansatz sein? Oder wie gehen wir mit dem Begriff der Planbarkeit um, wenn wir keine Arbeitsplatzsicherheit, sondern Einkommenssicherheit zusichern wollen? Wie macht es denn die GRADE in Frankfurt? Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal den Punkt aufgreifen, der vorhin gesagt wurde. Und da hätte ich eigentlich auch gerne nochmal was eingefügt. Wir haben Strukturen, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Rahmen. Das ist etwas, was die GRADE bietet. Wir alle sehen uns nach Qualität. Das ist die Universitätsleitung auf der einen Seite, das ist der Doktorand, der mit einem herausragenden Ergebnis letztendlich in die Welt tritt, ob das nun die Welt des Wissenschaftlers ist oder vielleicht auch die Welt außerhalb der Wissenschaft, dass er sich der Wirtschaft, einem anderen Betätigungsfeld zuwendet. Und was ganz, ganz wichtig ist für diese Entscheidungsfindung, ist eigentlich eine Freiheit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich nochmal gerne hinzufügen würde. Wir brauchen die Freiheit. Wir brauchen keine Schule, wir brauchen Strukturen und wir brauchen mündige Menschen, die selbst also ihre Entscheidung finden, wo sie hinkommen wollen. Die brauchen Denkanstöße, die brauchen eine Plattform. Und wenn man so etwas schafft, glaube ich, das ist Gold wert. Herr Bund. Ich schließe mich dem an, dass das Wort Planbarkeit schwierig ist, suggeriert, als sei irgendetwas in der modernen Gesellschaft in der Form planbar, dass man wisse, wie die Zukunft aussieht. Aber wir haben hier zwei Aspekte, die die Frage der Transparenz betreffen und die Frage der Freiheit betreffen, die uns ein wenig beunruhigen sollten. Zu den Zahlen, die wir noch nicht gehört haben, kann man hinzufügen, dass etwa 700 Professuren pro Jahr in Deutschland an den Universitäten in den nächsten 4 Jahren frei werden. An unbefristeten Mittelbaustellen sind es etwa 730, nicht sehr viel mehr als die Professuren. Denen stehen mindestens diese 125.000 befristete Position gegenüber. Und wenn wir über Transparenz sprechen, dann ist ein Gebot der Transparenz, dass wir auch in den Nachwuchskollegs und ähnlichen Formaten erstens darüber aufklären, über diese schieren Wahrscheinlichkeiten aufklären, die bestehen, und zum anderen, und das ist aber eine politische Aufgabe, danach schauen, inwieweit die Positionen, die in der Wissenschaft besetzt werden, transparent besetzt werden oder nicht.
Für die Professuren gibt es inzwischen einiges an Kritik von verschiedenen Seiten, was die Berufungsverfahren angeht. Die völlige Transparenz ist dort bei weitem nicht gegeben. Die TU München, die wir als Beispiel hier genannt haben, gibt immerhin Leitlinien vor, in denen sie klarstellt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Aber an dieser zentralen Stelle ist die Transparenz bei weitem noch nicht optimiert. Und noch schlimmer ist es für die unbefristeten Mittelbaustellen, bei denen in der Regel überhaupt gar keine Transparenz dafür existiert, wie diese ganz, ganz wenigen Stellen besetzt werden. Und ich würde sagen, gut, Planbarkeit, schwieriges Wort, aber wenn wir Transparenz zur Forderung erheben, dann müssen wir auf jeden Fall Transparenz über die Besetzung dieser 1400 Stellen pro Jahr sprechen, die unbefristet im Wissenschaftssystem vergeben werden. Wenn ich darf, würde ich da einhaken und würde auf diese beiden Aspekte nochmal zurückkommen. Was passiert mit denen, die aus dem akademischen Umfeld in die Wirtschaft gehen und dort eine forschungsgeleitete Tätigkeit aufnehmen und Transparenz, Planbarkeit, insbesondere, wie Sie gesagt haben, für die, den Mittelbau, für die dauerhaft Beschäftigten an Universitäten. In der Tat stimmt es natürlich, dass da die Transparenz ganz besonders fehlt. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man das ändern könnte, dann wird man sehr schnell dazu kommen, dass da ein grundlegendes Problem besteht, von dem Herr Hornbostel vorhin auch gesprochen hat, nämlich es gibt keine Statusgruppe für Postdocs, für frühe, für späte Postdocs. Wenn es nicht mal ein Gefühl dafür gibt, was das für eine Gruppe ist, wie will ich dann festlegen, was gefordert ist, um eine Stelle transparent besetzen zu können. Das heißt, an dieser Stelle greifen die Sachen wieder ineinander. Und wenn ich Kriterien entwickeln möchte, um solche Stellen transparent besetzen zu können, dann wäre die erste Forderung natürlich mal festzulegen, was sind denn die Daueraufgaben. Die Ministerin hat vorhin gesprochen, Dauerstellen für Daueraufgaben, das ist natürlich richtig und schön, aber es gibt sehr unterschiedliche Definitionen dafür, was denn Daueraufgaben an einer Universität sind und wer der geeignete Kandidat, die geeignete Kandidatin, um diese Daueraufgaben zu erfüllen. Wenn ich da eine Weiterqualifizierung anbieten möchte, zum Beispiel, um diesen Übergang von der noch behüteteren Promotionsphase zur Postdoc-Phase ein bisschen abzufedern, dann kann ich nicht mal selber sagen, was für Qualifikationen ich denen anbieten möchte. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen und sagen, wir bieten Weiterqualifizierung für diejenigen an, die in die Wirtschaft gehen wollen, und das sind in Deutschland insbesondere ein sehr großer Anteil der Promovierenden. Dann habe ich so im Ohr, was wir gehört haben bei einer Tagung von der VW-Stiftung, bei der vier wirklich aus den oberen Etagen von großen Wirtschaftsunternehmen Menschen gesprochen haben. Und die haben einhellig alle gesagt, versucht nicht nachzumachen, was die Wirtschaft vielleicht von promovierten Mitarbeitern verlangen könnte, sondern bildet Leute aus, die in einem Feld wissenschaftlich sich qualifiziert haben und die gelernt haben, sich einzuarbeiten. Das ist das Wertvolle für die Wirtschaft. Und wenn ihr damit erfolgreich seid und gute Leute ausbildet, dann finden wir die auch gut und stellen die gerne ein. Also, ich würde zunächst mal gerne was zu diesen Zahlen sagen. Also 90-10 in Mittel, in den einzelnen Fächern, nochmal anders. Es gibt bestimmt Fächer, da sind nur 5% oder 3%, nämlich die Fächer, wo besonders viele Doktoranden sind auf ihren Folien. Dann muss man auch zunächst mal konstatieren, der Ausstieg aus der Universität nach der Promotion ist der Regelfall. Über den muss man gar nicht reden, der muss als Regelfall kommuniziert werden, wenn man noch kommunizieren muss. Das ist auch schon eine Infantilisierung. Die Studierenden beklagen sich, dass wir sie mit Bachelor und Master zu Schülern machen, nicht? Und wir nehmen die Doktoranden auch noch kräftig an die Hand. Nicht? Die dürfen nicht alleine laufen. Könnte ich alleine feststellen, dass es eine Statistik gibt. Die Leute sind 30, wenn sie promovieren, wenn es zügig geht. Also der Regelfall ist doch der Ausstieg. Und was man eigentlich machen muss, ist, man muss dafür sorgen, dass man die Besten identifiziert, die als Sonderfall identifiziert, denen klar macht, Leute, also ihr hättet eine Eignung zu. Das heißt aber noch nicht, dass ihr dahin kommt. Und dann mit ihnen eine vernünftige, sag mal, so ein Career Management oder eine Karriereberatung macht. Bei dem bereits erwähnten
Tag des, wie hieß das, des Deutschen Hochschulverbands kürzlich, also es ist auch ein Tag, da wo nachvollziehen, da waren wunderschöne Beiträge, einfach Erfahrungsberichte von Abschlusswissenschaftlern. Und einer stand da und hat gesagt, also ich sage meinen Doktoranden, ihr braucht auf jeden Fall einen Plan B. Völlig richtig. Bei einer Statistik von 10 zu 90 oder 5 zu 95 brauche ich auf jeden Fall einen Plan B. Auch wenn ich denke, ich glaube vielleicht zu den 5-10%. Alles andere ist Harakiri. Wer Lust hat, so zu leben, kann leben richtig, das Leben sich planbar und so. Aber es ist halt nicht ganz wahr. Wenn der promovierte Chemiker zur BASF geht, dann weiß er auch nicht, ob er da eine Lebenszeitstelle hat. Aber er kann ziemlich sicher sein, wenn er einen guten Job macht, ist das so. Warum? Weil es eine Statistik gibt, die sagt, das ist halt so, wenn ich einen guten Job mache. Dort fliegen relativ wenig Leute wieder raus. Das ist halt in der wissenschaftlichen Karriere eben genau andersrum. Und das Zweite ist bei der Frage, wenn wir haben diese vielen Doktorandinnen und Doktoranden, wir beklagen das, dass die Forschungsleistung unseres Landes, diese Universität hat genauso viele Doktoranden wie die ganze Max-Planck-Gesellschaft zusammen. Ja, und wir haben nochmal 105 Universitäten in Deutschland, für die gilt das auch. Also vergessen Sie die Auswirkungen dieser Forschung für einen Moment. Die Forschungsleistung liegt hier, in dieser Universität oder in den Universitäten, bei den Doktoranden und bei den zahlenmäßig geringeren Postdoktoranden. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir sollen die Doktorarbeit nutzen, um die besser vorzubereiten für BASF, Bosch oder BMW, muss ich ganz ehrlich sagen, das sollen die machen. Das machen die ja auch. Die BASF nimmt die Leute, dann kriegen die erst noch ein paar Wochen innerbetriebliche Fortbildung. Das kostet eine Menge Geld und dann können sie genau das, was die BASF braucht. Und ich bin sicher, BMW und Bosch macht das auch, bräuchte nicht so. Die Leute sollen forschen, weil das Land das braucht, dass wir forschen. Das war ja genau die Aussage. Genau, das sind die Aussagen. Die Frage ist ja, was kann dann planbar sein und was kann Arbeitgeberin Hochschule leisten und was soll sie auch nicht leisten, um eine Überförderung bis zur erlernten Ohnmacht zu verhindern? Das ist ja die Frage, Herr Hornbusch. Man muss vielleicht noch einen anderen Aspekt hinzunehmen. Ich meine, gerade in diesen Fällen, wo es um die Konkurrenz um die besten Köpfe geht, geht es natürlich auch ein bisschen um die Frage, ob man Leute verliert. Genau an die Wirtschaftsunternehmen, an andere Bereiche, wo man sagen würde, eigentlich sind es Personen, die von ihrer intellektuellen Potenz her genau die richtigen Werte für eine akademische Karriere, aber die Universität kann nichts bieten. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, wo ich auch ansetzen würde, diese Stückelverträge, diese zum Teil miserablen Bedingungen, unter denen gearbeitet werden muss, das ist nicht attraktiv, wenn man es vergleicht mit einem ebenfalls forschungsnahen Industriejob. Also das ist sozusagen die umgekehrte Perspektive, die Universität muss auch konkurrenzfähig sein. Und das müssen wir schon ein bisschen sehen, dass diese Arbeitsplätze, die dann da sind, sozusagen in irgendeiner Form konkurrieren müssen. Auf der anderen Seite, und da glaube ich, hat sich seit Max Weber, der diese akademischen Karrieren als Hazard bezeichnet hatte, tatsächlich nichts geändert, werden wir einen ununtergehbaren Bereich von Zufälligkeiten, Unplanbarkeiten haben. Man sieht das auch ein bisschen in den Befragungen schon, es gehört auch ein bisschen Persönlichkeitsstruktur dazu, sowas durchhalten zu wollen, ja, sich dem auszusetzen, dieses Maß an Unsicherheit ein Stück weit ertragen zu können. Das heißt nicht, dass ich glaube, das ist immer das Missverständnis, das heißt nicht, dass man solchen Menschen alles zumuten kann. Ja, dass die ewig sagen, ich nehme jeden Stückelvertrag, jede miserable Bezahlung, jedes schlechte Büroausstattung hin, nur weil ich sozusagen euphorisch forschen will. Die sagen an einem bestimmten Punkt auch, nein, da gibt es auch noch attraktivere Dinge als die Universität. Ja. So, und dann ist, glaube ich, der Bereich, wo man einen vernünftigen Kompromiss finden muss, wo die Universitätsarbeitsbedingungen so sein müssen, dass sie konkurrenzfähig sind und auf der anderen Seite klar ist, das ist vermutlich nur für den allergrößten Teil eine Durchgangsstation, ja, die man da durchläuft. Was ich allerdings sehe, und das würde ich schon sagen, es gibt ein akademisches Milieu, was es einem nicht unbedingt nahelegt, den Plan B zu entwickeln. Ja, wenn man drin ist im akademischen Betrieb, ist die Welt sehr stark fokussiert sozusagen auf die akademische Karriere und alle Storys, Stammtisch-Märchen und so weiter, ja, die irgendwie nützlich sind auf dem Weg zu einer Professur, werden begierig aufgesogen. Das heißt, ich glaube, man muss schon noch ein bisschen was tun, um die Wege nach draußen ein Stück sozusagen gangbarer zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass man sofort Dauerperspektiven schafft, sondern dass man Unterstützung unterschiedlichster Art auf dem Weg nach draußen anbietet. Und die sollten eben nicht so aussehen, dass es einfach nur Unkalkulierbarkeiten gibt und man irgendwann ins Loch fällt, sondern ich glaube, da wäre im Grunde
die universitäre Seite gut beraten, hier ein bisschen, vielleicht auch in Kooperation mit der Wirtschaft zu überlegen, wie man hier sozusagen tatsächlich Planbarkeit schaffen kann, aber Planbarkeit in dem Sinne, dass man sozusagen Konzepte entwickeln kann, dass man weiß, was man sinnvollerweise tut, um irgendwo hinzukommen. Und das können wir auch untersetzen mit Zahlen aus der Postdoc-Studie der Friedrich-Schiller-Universität, wo wir gefragt haben, wie gut vorbereitet fühlen Sie sich für die universitäre und die außeruniversitäre Karriere. Die Postdocs, die gefragt wurden, und es war eine statistisch relevante Zahl, fühlen sich für eine außeruniversitäre, das kam bei Ihnen ein bisschen angeklungen, aber noch stärker raus, fühlen sich für eine außeruniversitäre Karriere eben nicht vorbereitet. Und die Frage, ich gebe gleich zu Ihnen, Blumenkunde, aber die Frage wäre ja auch, fühlen Sie sich nicht gut vorbereitet auf eine außerhochschulische Karriere? Man muss es ja auch noch weiter sehen, weil Ihnen die Perspektiven fehlen. Und ist der Plan B, ihn zu veräußern oder ihn zu äußern, letztlich auch in einer Situation, die schon das Todesurteil? Oder fehlen einfach auch die Statuspassagen, die anständig begleitet werden? Also das müsste man ja nochmal kritisch betrachten. Wir sind ja hier im Grunde in einer ewigen Statuspassagenbegleitung. Und das wäre dann ja auch nochmal die Frage. Aber ich gehe nochmal kurz an Kunja, zu meinem Tim und dann zu Herrn Benzin. Wir sollten die Promotionsphase trennen von der Postdoc-Phase. Da sind ganz unterschiedliche Problemdiagnosen und ganz unterschiedliche statistische Situationen gegeben. Wir können genauso für die Promotion wie auch für die vorangehenden Abschlüsse sagen, dass sich viele der Studierenden Promovierenden nicht für das Berufsleben vorbereitet fühlen. Nichtsdestotrotz zeigen ja die Arbeitsmarktstatistiken, dass das eine hervorragende Vorbereitung ist. Das heißt, diejenigen, die nach der Promotion in den Beruf gehen, haben in der Regel sehr, sehr gute Chancen, in der Regel bessere Einkommensaussichten etc. Wenn man allerdings Befragungen anstellt dazu, wie das aussieht mit Personen, die 2-3 Jahre Postdoc-Phase an der Universität gemacht haben, sehen die Beschäftigungsaussichten und Verdienstaussichten etc. wesentlich schlechter aus. Maren Ley von der Universität Stuttgart hat Befragungen durchgeführt von Arbeitgebern zu ihrer Haltung dazu, wie man mit diesen zusätzlichen wissenschaftlichen Erfahrungen nach der Promotion umgeht, und sie sind einfach für Arbeitgeber nicht attraktiv. Die Promotion ist wunderbar, und selbst wenn Einzelne sagen würden, ein bisschen mehr Berufsorientierung wäre prima, gut, kann man machen, muss man nicht, es funktioniert. Aber alles, was danach kommt, funktioniert nicht. Und da haben wir einfach die falschen Zahlenrelationen. Wenn wir davon ausgehen können, dass von denjenigen, die in irgendeiner Form Professur qualifiziert sind, durch Habilitation oder Juniorprofessur, nur ein Drittel eine Chance darauf haben, am Ende innerhalb der Wissenschaft zu verbleiben, dann reden wir über Leute in einem Alter zwischen 40 und 50 Jahren, die für einen sehr, sehr langen Zeitraum auf dieses Pferd gesetzt haben und dann spät sagen müssen, das funktioniert nicht. Und denen wird zu keinem Zeitpunkt gesagt, auf diesem Karriereweg, dass das nicht funktioniert. Sie haben das angesprochen. Es gibt diese Art von Milieu, es gibt diese Blase, in der man sich bewegt. Und in dieser Blase teilt einem niemandem mit, wie die Zahlen aussehen und wie die Aussichten sind. Und sie verschlechtern sich im Moment von Jahr zu Jahr. Und das ist etwas, worüber man tatsächlich reden müsste. Wir sollten auf keinen Fall die Promotionsphase in irgendeiner Form hier kritisieren. Es funktioniert ganz, ganz wunderbar. Wir werden vielleicht in einigen Jahren sehen, dass wir zu viele Promotionen haben. Aber das, was das eigentliche Problem darstellt, ist die gesamte Postdoc-Förderung. Und die ist tatsächlich in der Gegenwart im Argen. Ja, ich wollte eigentlich einen anderen Punkt noch mal einhaken. Und zwar, Herr Rombosel hat es angesprochen, Frau Kote hat es auf jeden Fall angesprochen. Ist es wirklich so einfach zu kommunizieren, dass ich das Umfeld Wissenschaft verlassen möchte? Wir haben einige Studien gehabt, die Profilstudie ist eine davon. Ich sage mal, wir haben eine hauseigene Studie gemacht, im letzten Jahr bist du glücklich. Und da hat sich dann herausgestellt, dass doch dieses Thema ein Tabuthema ist an der Universität. Und es ist unglaublich wichtig, dass man dieses Thema, also Thema anschneidet, dass man es in die Professorenschaft auch hineinträgt. Das heißt nicht, dass man Doktoranden auch weiter auf die Wissenschaft und natürlich ganz ernsthaft und innig auch auf die Postdoc-Phase, auf die Professur vorbereiten soll. Aber es ist wichtig, dieses Bewusstsein in der Universität zu haben, es gibt auch noch was anderes. Und dass 90% die Wissenschaft verlassen, war einfach ein Tabuthema. Und es ist auch nach wie vor so, dass viele Doktoranden sich nicht trauen, dieses Thema anzusprechen, weil sie wissen, dass sie dann eigentlich als Doktoranden zweite Klasse sind. Und auch bei den Postdocs. Das ist sicherlich auch bei den Postdocs so. Was wir aber brauchen, ist, denke ich mal, dass man diese Themen kommuniziert. Was wir brauchen, sind aber auch Nachwuchswissenschaftler, das sind Persönlichkeiten, die auch dazu stehen, die ihre Talente entdecken
und die auch sagen, ich gehe diesen Weg und habe diese Fähigkeiten und nehme dieses Wissen raus. Ich kann es ja auch in die Universität wieder zurückbringen. Und das sind Sachen, die wir im Moment praktizieren. Wir haben eine sehr gute Alumni-Kultur aufgebaut. Wir holen uns Leute zurück aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft. Und wir haben zum anderen auch, um diesen Punkt nochmal anzusprechen, ich habe ganz lebhaft noch diese Diskussion damals bei der Volkswagen-Stiftung im Kopf. Wir haben auch Projekte, sage ich mal, unsere Summer School, die also im letzten Jahr auch mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde, da konnten wir eigentlich aufzeigen, wie gut Wissenschaft und Wirtschaft oder sogar die Stadt Frankfurt zusammenarbeiten. Es gab da Probleme in der Stadt, die innerhalb einer Summer School, sage ich mal, aufgegriffen wurden. Es gab Input aus der Wissenschaft, es haben Wissenschaftler Vorträge gehalten aus dem Exzellenzcluster Normative Orders, aus verschiedenen Firmen wie Siemens und so weiter. Und wir haben Lösungsvorschläge für die Stadt Frankfurt erarbeitet. Und das war für viele Wissenschaftler ein Erlebnis, weil sie gesehen haben, wie sie das Wissen anbringen können. Und es war für die Stadt Frankfurt ein Mehrwert. Es war für Siemens ein Mehrwert und so weiter, für all diese Institutionen, die dabei waren. Und insofern, solche Räume zu schaffen, glaube ich, hilft auch dazu, sage ich mal, Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und vor allen Dingen Karrierewege durch die Persönlichkeiten zu entdecken. Ich wollte aus einem Bericht aus dem Zukunftskolleg in Bezug, müssen wir ausbilden in Richtung Arbeitsmarkt außerhalb der Universität. Also ich denke, im Postdoc-Bereich müssen wir das explizit nicht. Das ist ein Bereich, wo das Alter einfach viel zu fortgeschritten ist. Was wir machen müssen, ist Freiheiten geben und Türen. Türen öffnen, Türen, aber die Entscheidung, ob man dann eine Tür nimmt, ob man eine Möglichkeit auch wahrnimmt oder nicht, muss bei den Leuten selber liegen. Wichtig bei der Planbarkeit ist, dass die Verträge transparent und planbar sind. Planbarkeit jetzt im Zukunftskolleg bedeutet, es gibt ganz klar 2-Jahresverträge und 5-Jahresverträge und nach einem 5-Jahresvertrag gibt es nichts mehr. Ja, auch das ist eine Form von Planbarkeit, dass man weiß, da sind 5 Jahre und danach ist Schluss. Ja, aber die 5 Jahre sind eine lange Zeit und in den 5 Jahren hat man eine optimale Unterstützung, ein eigenes Projekt, eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen, sich weltweit zu vernetzen, Leute aus der ganzen Welt auch einzuladen. Das heißt, da hat man wirklich alle Instrumente in der Hand, um etwas aufzubauen. Aber Planbarkeit bedeutet auch, danach zu wissen, es gibt keine Möglichkeit zu verlassen. Und gerade das, was in Promotionen oft passiert, verständlicherweise, weil man da ja einen Abschluss braucht, dass man dann nach 3 Jahren ist dann noch nicht fertig, dann hat doch noch ein 4. Jahr stückchenweise oft vergibt, das darf im Postdoc-Bereich nicht passieren. Doch da müssen wir auch als Institution sehr viel klarer einen Schlussstrich an einen Punkt machen und sagen, die Verträge, wenn das 5-Jahresverträge sind, sind es 5-Jahresverträge. Wenn es Verträge sind, 4+4 Jahre, ein besserer Vertrag, dann sind es aber 4+4 Jahre und nicht danach nochmal ein Stückchen und nochmal ein Stückchen. Da, glaube ich, ist auch eine Verantwortung der Universitäten gegeben, wenn ein Vertrag ausgebrochen ist, zu den Regeln auch zu stehen. Vielen Dank. Ich würde gerne aufgreifen, was Sie sagten, oder auch dieses Milieu, was Herr Rombost anspricht, das ist natürlich richtig und das geht in die Richtung, die ich eingangs auch sagte. Wenn wir über Vertragslaufzeiten reden, dann gibt es 2 völlig disjunkte Gründe. Das eine, das sind verwaltungstechnische Gründe, kann ich Verträge abschließen länger, als das dritte Projekt im Augenblick gerade schon bewilligt ist, in der Erwartung, dass es weiter bewilligt wird. Das ist was, das können wir als Universität gegebenenfalls lösen oder auch nicht. Das ist jedenfalls ein eher verwaltungstechnisches Problem. Und daneben gibt es diese Möglichkeit, ich bin ein Chef, ich bin Professor nicht, und ich halte dich so ein bisschen an der kurzen Leine und steigere damit deine Motivation und meine Spielräume. Das ist so etwas, wo wir einen Kulturwandel brauchen in der Professorenschaft. Und ich glaube, dass das natürlich auch gilt in der Postdoc-Phase, in der Art, da ist jetzt jemand, der hat die ganze Erfahrung in der Naturwissenschaft, würde man sagen, der beherrscht die Techniken. Und wenn die Person jetzt meine Gruppe verlässt, dann verlässt auch diese Technik, jedenfalls das Know-how meine Gruppe, etc. Das wiederum liegt daran, dass wir zu wenige Dauerstellen haben, um bestimmte Techniken auf Technik- oder Ingenieurniveau vorzuhalten. Nicht? Und dann machen das halt wissenschaftliche Mitarbeiter und dann kriegen die ganz neue Funktionen und Wichtigkeiten. Das ist in der Tat ein Problem und wir müssen da zu einem Kulturwandel kommen in der Professorenschaft. Ich will es nicht so schlimm sagen,
wie das letzte Mal, als ich am Podium saß, eben bei dem Deutschen Hochschulverband, wir saßen da auch, wo nachher in der Süddeutschen Zeitung zitiert war, ich hätte gesagt, die deutsche Ordinarienherrlichkeit sei eine Katastrophe. Da hörte das Zitat auf. Ich habe wahrscheinlich gesagt, für den wissenschaftlichen Nachweis. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der eigenen Universität sagen sollte, aber an der Stelle stimmt es natürlich, dass um gleich ein Gegenpoler sozusagen ist, ich selbst habe habilitiert in einem klassischen Schüler-Lehrer-Verhältnis und habe das selbst als Hochschullehrer auch noch zwei, drei Mal erlebt. Und in beiden Fällen, sowohl bei meinem Habilitationsbetreuer als auch, ich würde das für mich als Betreuer in Anspruch nehmen, haben wir uns in der Verantwortung gesehen für diejenigen, die da habilitieren. In dem Sinne erstens von kritischer Ansprache, ist das das Richtige, was du machst, hast du Chancen, bist du hier bei mir an der richtigen Stelle, solltest du nicht wo ganz anders sein, wo sind die Peers, wo ist die Konkurrenz, mit der du dich messen musst, bist du auf der relevanten Tagung, bist du da womöglich eingeladen, fahr mal an das Max-Planck-Institut, die machen was Ähnliches, die Leute musst du kennen, etc. pp. Mit dem Gefühl irgendwo im Hintergrund, ich möchte natürlich auch nicht, dass mein Habilitant scheitert. Wenn das gut verstanden ist, und so habe ich es persönlich in meiner Karriere erlebt, wenn das gut verstanden ist, ist das enorm hilfreich. Wenn es schlecht verstanden ist, hat man die Abhängigkeit, aus der man beispielsweise die Schaffung der Juniorprofessur die Nachwuchswissenschaftler ja gerade entlassen wollte. Am schönsten war ein Nachwuchswissenschaftler bei mir, der hat ganz klassisch habilitiert und der wusste aber um seinen Wert, der hatte noch andere Angebote und der hat mit mir vorher verhandelt. Genau die Bedingungen verhandelt, unter denen er bei mir arbeitet. Ja, das würde ich mir wünschen. Nicht? Und dann aber meine Unterstützung mitnehmen können, das war eine schöne Sache. Ich habe in den USA einige Assistant-Professoren gesehen, die standen in einem leeren Labor, das sind in Naturwissenschaften wenig lustig, da braucht man dann Maschinerie für 5 bis 10 Millionen Euro, hat die nicht. Und muss dann erstmal Anträge schreiben, bis die durchkommen, das dauert auch in den USA etwas nicht. Während in Deutschland das früher ja so war, man hat sich ja eine Gruppe angeschlossen und dann ging das einfach los. Nicht? Und man hat beste Arbeitsbedingungen gehabt. Also da ist auf der einen Seite diese Abhängigkeit und die frühe Selbstständigkeit, die wir natürlich wollen, die haben aber eben auch eine Downside an der Stelle. Und die Downside ist, man ist dann auch wirklich selbstständig und es ist keiner da, der sich verantwortlich fühlt, die relevanten Fragen stellt und vielleicht auch mal ein relevantes Telefonat macht in der Art, Mensch, könnt ihr den nicht mal einladen. Aber diesen Ball müssen wir ja noch ein bisschen spielen, nicht? Wer hat welche Verantwortung? Wir können den ja jetzt nicht so hin und her wechseln zwischen, hat es jetzt der Professor oder die Professorin, hat es jetzt die Statusgruppe, die wir noch nicht mal definiert haben. Also da müssten wir ja jetzt nochmal gucken, wo sind eigentlich welche Verantwortungen. Aber klar, Sie sprechen das jetzt schon an. Die Verantwortung liegt natürlich immer bei einem selbst. Das ist natürlich sehr existenzialphilosophisch. Aber Herr Bunder, Sie hatten sich noch gemeldet, dann müssen wir noch was. Ja. Das Problem mit der Betreuung, ich würde auch sagen, dass es eine Zeit gegeben hat, in der das gut funktioniert hat, sagen wir mal 60er, 70er Jahre. Das Problem ist, dass heute pro Hochschullehrer 6,5 hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiter entfallen. 6,5. Und wenn wir bei Herrn Hornbostel sehen, dass ganz, ganz viele Promovierende sich über Stipendien oder andere Qualifizierungswege qualifizieren, sind die alle noch nicht mitgerechnet. Das heißt, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, dass der einzelne Hochschullehrer, die einzelne Hochschullehrerin sich um die einzelnen Personen in ihrem Bereich auf eine Art und Weise kümmern kann, dass diese Art von Betreuungsverhältnis, wie es das lange Zeit sehr, sehr gut gegeben hat, dass das noch heute fortgesetzt werden kann. Ich glaube, dass man dieser veränderten Realität schlichtweg ins Auge sehen muss. Das ist etwas, was sich im Gefüge verändert hat. Und was mittelfristig auch unmöglich macht, diese Betreuung in dieser alten Form aufrechtzuerhalten. Gewissermaßen steht das System am Scheideweg. Entweder gibt man mehr Leuten die Freiheit, stockt man die Zahl der Professuren innerhalb des gesamten Personalbestandes auf, oder man hat dieses Missverhältnis, aber man sorgt dann dafür, dass die wissenschaftliche Karriere im Postdoc-Bereich für viele Leute unattraktiv werden wird. Und dazu müsste man ja auch noch eine Ihrer Folien nehmen, wo ja auch nochmal deutlich wurde, dass es offensichtlich unterschiedliche Motivationen gibt. Es stand so ein bisschen nebeneinander, Geld gegen Ethik. Hört sich ein bisschen an. Aber trotzdem müsste man auch gucken, sind diese Motivationen, sind das Zufälle? Ja? Kommen die, also wo, sind das nicht auch biografische Ressourcen? Sind es nicht nur systemimmanente, selbstreferenzielle Strukturen, sondern sind es nicht auch Ressourcen, die die Personen mitbringen? Und die Frage ist, wie steht es dann um Diversität in der deutschen Hochschullandschaft, auch auf der Karriereoption? Also ich würde dazu ganz gerne
kurz hinzufügen, es gibt nach Befragungen zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die sehr karriereorientiert sind, die früh ihre Netzwerke aufbauen. Die landen häufig in Eminöter-Gruppen, auf Junior-Professuren etc. Das ist die eine Seite. Und es gibt die anderen, die arbeiten auch in der Postdoc-Phase in ihren Projekten schlichtweg mit. Und es gibt ganz, ganz viele dieser Einrichtungen, bei denen man de facto zwischen Daueraufgaben und Projektaufgaben nicht trennen kann. Es ist schön, dass wir jetzt immer hören, Dauerstellen für Daueraufgaben, das ist allerdings eine kleine Lüge, muss man ganz ehrlich sagen, die wir hier fabrizieren. Diese Unterscheidung lässt sich nicht treffen. Sie haben beispielsweise in Berlin, wo es im Mittelbau keine Dauerstellen gibt, auf diesen Mittelbaustellen die Leute, die die Studierendenberatung machen, die Noten eintragen und so weiter und so fort. Alles auf 3 Jahres-, 2 Jahre-Stellen, teilweise auch Projektstellen, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Sie haben das teilweise an der Charité, da sind ganze Abteilungen, die werden immer wieder mit befristeten Mitteln vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit, gefördert. Diese Einrichtungen nehmen für die gesamte Republik irgendwelche Forschungsaufgaben wahr über fingierte Projektverträge. De facto, das sind alles Daueraufgaben, bei denen kleine Projekte die Rechtfertigung dafür abgeben, dass man die Leute immer wieder beschäftigen kann. Und wir haben diese Trennung zwischen Daueraufgaben und Projektaufgaben, diese Trennung zwischen Daueraufgaben und Qualifizierung real nicht. Es wird spannend, wir haben das heute in der FAZ gehabt, den Vorschlag, dass man das tatsächlich einmal schriftlich niederlegen sollte. Wenn wir das mal machen sollten, gäbe es ganz, ganz große Überraschungen, denn ich kenne keinen einzigen Projektmitarbeiter, der nicht irgendwo irgendwelche Daueraufgaben für sein Institut mit erfüllt. Vielen Dank. Wir sind jetzt natürlich schon auf 8 Uhr. Wer jetzt dringend nach Hause gehen muss, darf jetzt gehen. Aber wir werden die letzten Meldungen von Herrn Galizia und von Frau Kote noch mit reinnehmen, um dann das Ganze nochmal zu machen. Ganz kurz, ich würde diesen letzten Punkt gerne nochmal aufnehmen. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben in den letzten 20 Jahren eine enorme Umstrukturierung, was die Finanzierung und Organisation von Forschung angeht. Der Drittmittelanteil ist in dieser Zeit enorm gestiegen, während die Grundausstattungen der Hochschulen annähernd gleich geblieben sind, jeweils im Verhältnis zu den Drittmitteln gar nicht zu reden. Das hat Folgen. Drittmittelförderung ist eine befristete Förderung, grundsätzlich. Ja, sie ist an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden und man kann sich jetzt ganz schnell vorstellen, entweder hat man ein Hire-and-Fire-Prinzip, damit kann man sozusagen Drittmittelprojekte perfekt bedienen, oder man muss Strategien entwickeln, wie das eine Fraunhofer-Gesellschaft macht, die im Prinzip zu 80% von Drittmitteln lebt und sagt, okay, wir stellen Leute fest ein, wissen aber, dass wir die im Grunde aus Projektmitteln eingeworbenen Drittmitteln finanzieren müssen und wenn das nicht klappt, müssen wir es irgendwie überbrücken. Ja. Aber ich glaube, hinter diesem Problem, den wir diskutieren, steckt durchaus auch ein strukturelles Dilemma. Dazu kommt, dass viele Drittmittelprojekte dann mit Auflagen versehen sind, derart, dass sie nochmal was für die Nachwuchsförderung tun müssen. Also, ja, wie man Doktoranden erzeugt, hat auch damit zu tun, dass wir dieses hohe Maß an Drittmittelprojekten haben. Denn alle, ob DFG oder die Bundesministerien, oder, verlangen im Grunde, und das mit guter Intention, dass man noch was für den Nachwuchs tun soll. Ja. Die Folge ist eine Explosion von Doktorandenstellen und ähnlichem. Also ich glaube, das darf man nicht ganz aus den Augen lassen. Wir haben eine Umstrukturierung in der Art der Finanzierung und Organisation von Forschung, die Folgen hat. Herzlichen Dank. Herr Galizia und dann Frau Kote. Herr Krausch, Sie haben nochmal die klassischen Rehabilitationsbeziehungen verteidigt. Ich glaube, im Moment sind wir in einer Situation, wo wir eine unglaubliche Vielfalt haben an Karrierewegen. Es gibt die Juniorprofessur, es gibt die klassische Habilitation, es gibt Stellen wie die Fellowships im Zukunftskolleg, die Eminöter Stellen, Nachwuchsgruppenleiter. Ich glaube, das ist ein Riesengewinn, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Denn durch diese vielen Möglichkeiten entsteht auch eine Wahlchance für die Leute. Denn es sind die verschiedenen Menschen nicht alle gleich. Und für den einen ist eine Nachwuchsgruppe das Richtige und für die andere Person ist vielleicht ein Habilitationsverhältnis wichtig. Das Entscheidende in meinen Augen ist, dass wir als Institution in all diesen Varianten überlegen, wo liegt unsere Verantwortung. Und wir brauchen genug Angebot für Leute, die wirklich früh unabhängig und selbstständig sein wollen, denn oft ist das das Alter, wo die größte Fantasie, wo auch die größte Durchschlagkraft da ist. Und wir brauchen Stellen im jungen und im Advanced Postdoc-Bereich mit einer großen Selbstständigkeit. Und da ist es wichtig, und deswegen solche Institutionen wie das Gutenberg Nachwuchskolleg, dass man Selbstständigkeit gibt und Selbstständigkeit hat, ohne alleingelassen zu werden. Ja, und diese Gratwanderung zwischen selbstständig sein, aber nicht alleingelassen zu werden,
das ist das, was wir hinkriegen müssen. Und da, glaube ich, müssen wir auch mit vielen, wieder vielen verschiedenen Varianten in den verschiedenen Universitäten spielen, uns gegenseitig informieren und voneinander abgucken, gnadenlos abschauen. Darf ich ganz schnell was klarstellen? Das war offensichtlich ein Missverständnis. Ich wollte nicht das klassische Meister-Schüler-Verhältnis, das ist ja auch das männliche Geschlecht völlig angebracht, frühere Habilitationsverfahren verteidigen. Ich würde auch nicht sagen, dass das in den 60er, 70er Jahren geklappt hatte. Ich würde nicht von der ordinären Herrlichkeit als Katastrophe sprechen, wenn ich dieser Meinung wäre. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wie das so ist, wenn man was Besseres macht. Und das ist genau, was Sie aufziehen, ist der bessere Weg. Gell? Selbstständige Nachwuchsgruppen. Dann geht auf der anderen Seite gegebenenfalls was verloren, was man vorher, wenn es gut gelaufen ist, gehabt hat. Mehr wollte ich nicht sagen. Gott, das will nicht, dass ich das falsch verstanden werde. Haben Sie das alle vermerkt? Die Rehabilitation ist stattgefunden. Aber gut. Ich wollte auch nochmal auf die Verantwortung und auf die Ebenen, auf die man diese Verantwortung jetzt runterbrechen muss. Da ist einmal natürlich der Hochschullehrer, die Professorin. Und an dieser Stelle ist es vielleicht ein Augenmerk, das man darauf legen könnte, dass an dieser Stelle in der Arbeitsgruppe die Unterscheidung zwischen der Projektlogik und der Karrierelogik wichtig ist, dass das bewusst wahrgenommen werden muss, dieser Unterschied. Und wenn ich unterscheide zwischen, für mein Projekt wäre es viel besser, der Postdoc bliebe noch, aber für ihn oder sie wäre es viel besser, sie gingen woanders hin. Wenn das wenigstens ein Bewusstsein dafür gäbe, glaube ich, wäre schon sehr viel gewonnen. Wir sind hier in einer Einrichtung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das ist das, was die Universität sich anzieht als Verantwortung. Das heißt also, über diese Arbeitsgruppenebene hinaus gibt es weitere Verantwortung. Und ganz sicher ist die Diskussion um Tenure Tracks, was, wir haben es angesprochen, dem sich alle Universitäten stellen müssen. Und das ist ganz sicher eine Aufgabe, der wir uns gegenüber sehen. Und dazu, glaube ich, ist es genau das, was Sie gesagt haben. Wir müssen darauf zurückgreifen, was irgendwo anders schon erfunden wurde und nicht alles neu erfinden. Austausch von Erfahrungen, Best-Practice-Modelle sind das, was uns hier weiterhelfen kann. Es muss nicht jeder schmerzhaft alle Prozesse selber durchmachen, sondern man kann zurückgreifen auf Best-Practice, die es an anderen Orten gibt. Ja, im Grunde ist das schon ein wundervolles Abschlusswort. Aber was immer man. Ja, wir haben hoffentlich schon wieder. Greift aber wieder Uniwind auf. Und innerhalb von Uniwind gibt es eine Arbeitsgruppe Qualitätssicherung. Ja. Und diese Arbeitsgruppe Qualitätssicherung sammelt tatsächlich Beispiele, beziehungsweise lädt ein, Beispiele aufzuzeigen aus verschiedenen Universitäten. Und es gibt einfach nicht die ideale graduierten Ausbildung, die man über alle Universitäten, über alle Kollegs stülpen kann, sondern man muss einfach auch für seine Struktur, für die Mission, die eine Universität hat, in dem regionalen Umfeld, muss man letztendlich die Struktur identifizieren. Da kann man voneinander lernen und wir hoffen, bis zum Jahresende so etwas wie ein Online-Tool bei Uniwind bieten zu können und wo wir also verschiedene Best-Practice-Beispiele für unterschiedliche Qualitätsparameter vorstellen wollen und wo man dann aber auch davon lernen kann. Egal, ob man ein Doktorand ist, ob man Universitätsleitung ist oder ob man vielleicht Ministerium ist. Das ist ja so ein bisschen wie der Instrumentenkoffer der deutschen Forschungsgemeinschaft. Nicht? Also das kann man vielleicht auch genau. Besser, klar, wir müssen uns weiterentwickeln. Aber ich denke, das kann man vielleicht zum Ende festhalten. Best Practice im Instrumentarium ist eine tolle Idee, aber man muss es eigentlich in den Prozessen nochmal nachverfolgen. Wie sehen die Implementierungsprozesse aus? Was kann man da voneinander lernen? Wie früh muss man anfangen, um die Verhandlungen letztlich auch zu beginnen in den Häusern? Drittmittelfinanzierte Graduiertenförderung ist genauso prekär wie alles andere auch. Also wann muss man anfangen, mit wem muss man verhandeln? Auch das ist natürlich eine Frage des Best Practice, jenseits der Instrumentenebene. Wenn ich die Bälle aber nochmal einmal so aufnehme, die Sie mir zugespielt haben, würde ich das mal zusammenfassen. Also oberhalb der fachspezifischen Herausforderungen, die in der Graduiertenförderung an vielen verschiedenen Standorten auch unterschiedlich dargestellt werden können, habe ich aber rausgehört, im Grunde, kurz mal an Tim, brauchen wir eine Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auch auf die transversalen Karrierewege zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und politischer Landschaft. Das sind ja auch Seitwärtsbewegungen, man geht zurück, man geht wieder hin, auch in der Technik entwickeln sich die Karrieren übrigens häufig, eigentlich über den Außenweg, über die Industrie, zurück in die Professur.
also die transversalen Bezüge, dafür brauchen wir eine Öffentlichkeitsarbeit auch in den Häusern, was natürlich auch das aufnimmt, was Sie sagten, der kulturelle Wandel ist damit gefordert. Also der Oberbau ist stark gefordert, sich auch damit auseinanderzusetzen. Wenn die Statusgruppe, die wir ja erst noch bilden müssen, in der Statuspassage begleitet wird. Also das sind ja ganz viele Bezüge, die jetzt hergestellt werden müssen. Und das heißt auch Transparenz in Bezug nicht nur auf Karrierepfade außerhalb von Universität, sondern gerade auch in Bezug auf Besetzungskommissionen, auf Netzwerkbildung innerhalb der Häuser und auch auf die Frage, ja, was kann ich jenseits auch von fachlicher Verordnung tun, um mich hier zu committen im Haus, ohne dass ich mich mit Plan B eigentlich schon weggeschlossen habe. Also Grundfazit könnte sein, Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Thema, auch des strategischen Instruments Gutenberg-Nachwuchskolleg, das jetzt als drittes, als dritte Komponente noch eingeführt haben. Neben allen Instrumentarien, und wir haben es gehört, Frau Buss musste schon ganz klein schreiben. Ja, es gibt ja offensichtlich viel bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sie merken, die sind eigentlich wollen jetzt hier noch weitermachen, aber ich habe den Auftrag, wir haben es jetzt 5 Minuten vor unserer Zeit sozusagen geschafft, das nochmal weiterzugeben, den Ball an Herrn Krausch. Sie möchten sich von Seiten der Veranstaltung auch noch einmal bedanken. Genau, weil wir es war wirklich abgesprochen. Weil wir so viel über Best Practice gesprochen haben, machen wir jetzt Mainzer Best Practice. Die Stadt Mainz ist das einzige deutsche Stadtmitglied der Great Wine Capitals. Und bei uns ist Best Practice, dass wenn einer was geschafft hat, er mit einer Flasche Wein dafür honoriert wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des Gutenberg-Nachwuchskollegs und unserer Universität dafür, dass Sie bei uns waren und mitgemacht haben. Und lade Sie ein, es ist ja nicht Zeit zum Nachhausegehen, sondern es ist Zeit rauszugehen, die Poster anzuschauen, dabei kann man ein bisschen was essen. Trinken natürlich auch, das gibt auch für die anderen, nicht nur für die hier oben. Es gibt draußen auch noch Wein, Sie können den Wein also mit nach Hause nehmen. Und ich wünsche noch lebhafte Gespräche draußen.